Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute mache ich mit meinen Kirschen so einen Brotaufstrich, einen süßen Brotaufstrich. Aber nicht mit Gelee-Zucker und schaut, wie schöne Konsistenz ist. Wunderbar, es ist noch nicht richtig kalt. Ich habe nur kurz in den Kühlschrank gestellt, das euch mal zu zeigen, wie es so also aussieht. Eigentlich mein Vorhaben war, mit Agar-Agar dieses Marmelade zu probieren oder Fruchtaufstrich zu kochen. Leider, wir sind viele Geschäfte abgefahren, nie irgendwo haben wir Agar-Agar gefunden. Nichts. Nur sowas. Bio-Agatine und dann noch was anderes. Leider. Hier zum Beispiel in diesem Päckchen sind nur 20% Agar-Agar und gibt es noch 30% Agar-Agar. Und ich weiß es nicht, wie wird es in Marmelade sich verhalten. Das muss ich noch austesten und dann vielleicht kann ich euch auch sagen. Deswegen habe ich dann gedacht, okay, kann ich es nicht machen, aber ich werde heute nicht mit dem Gelee-Zucker und nicht mit dem Zucker, sondern diese Erythrit-Süßmittel, sozusagen Ersatzzucker und mein Apfelpektin. Wir machen im Herbst viel Apfelpektin, deswegen brauchen wir eigentlich kein Gelee-Zucker oder nicht mal ein bisschen Zucker, normale Zucker oder dann sozusagen Ersatzzucker. Und so können wir auch unsere Marmelade oder Fruchtaufstrich auf eine etwas gesunde Variante zu kochen. Und wenn ihr Interesse habt, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Aber bevor ich euch zeige, wie ich das Fruchtaufstrich gekocht habe, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei meiner treuen Zuschauerin Martina. Sie hat mir die Tage Päckchen geschickt mit vielen Sachen und Samen, alles Mögliche. Aber besonders zwei Sachen sind mir richtig an das Herz gegangen. Das ist diese süße Puppe, eine russische Tänzerin im Chorowod. Ist die süß? Wahnsinn! Dann habe ich jetzt ein neues Ding auf mein Fenster dazu bekommen. Und dann noch so ein Löffel mit Kalinkas Küche Schrift. Das ist echt toll. Und hier ist ihre Initiale. Echt, danke, 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 Martina. Diese Löffel wird jetzt oft zu sehen in meinen Anfangsbildern von YouTube Video. Vielen, vielen Dank. Mit schönen Herzchen für dich einfach so. Dankeschön, meine Liebe. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Unterstützung. Das motiviert mal weiterzumachen. Vielen, vielen Dank. Ihr habt wirklich die beste Zuschauer der Welt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen. So, ich habe jetzt 1 Kilo entsteinte Kirsche. Ich habe es mal entsteint und dann habe ich gewogen. 1 Kilo. Gebe ich die in den Töpfchen rein. Und ich möchte gerne die Kirschen so ein bisschen wie Brotaufstrich haben, so püriert. Und weil die sind so fleischig und so fest, muss ich die erstmal ein bisschen vorkochen. Ich habe mir hier abgewogen 150 Gramm Erythritzucker. Kein richtiger Zucker, sondern diese Ersatzzucker. Und weil die Kirschen, unsere Kirsche, sind wirklich sehr süß, brauche ich wirklich auch nicht zu viel Zucker. Diese 150 Gramm wird bestimmt voll ausreichen. Und stelle die das bisschen so köcheln, dass die etwas weicher sind und dass ich kann die erstmal purieren, bevor ich Pektin reinmache. Weil mit Pektin darf man nicht zu lange köcheln, sondern seine Bestimmung wird zerstört. So, ich stelle erstmal auf den Herd und erstmal werde nur so langsam erhitzen, dass der Zucker kann besser lösen und dass die Kirschen richtig heiß werden, dass wir die dann pürieren können. Bis unsere Kirschen auf dem Herd stehen, werden wir jetzt noch Zitronensaft uns ausdrücken.
Und dann kann man auch schon die Gläser vorbereiten. Ich habe meine Gläser heiß abgespült und stehen die im Backofen. Weil für Marmelade mag ich gerne, wenn die Gläser richtig schön trocken. Und in heiße Gläser heiße Marmelade abfüllen. Dann passiert es gar nichts, auch mit ganz wenig Zucker oder jetzt mit Ersatzzucker. So, es sind fast 10 Minuten vergangen, seitdem ich das auf den Herd gestellt. Die Kirschen mit dem Zucker und da sieht man schon viel Flüssigkeit gebildet. Ich habe jetzt kein Wasser oder sowas dazu gegeben. Wir können jetzt auch schon den Zitronensaft dazu geben. Ich gebe von ganze Zitrone, weil, wie gesagt, unsere Kirschen sind so süß. Decke jetzt mit den Deckel zu und kann jetzt erstmal richtig aufkochen. So, ungefähr 5 Minuten köchle ich. Jetzt sind die Kirschen sind richtig schön weich geworden. Und jetzt kann ich das alles pürieren, bevor ich dann Pektin reinmache. Schön vorsichtig, es ist heiß. So, es wird ausreichen. Es ist richtig schön fein. Schaut mal, richtig schön fein. So, jetzt werde ich mein Pektin, mein flüssiges Pektin dazu geben. Vorsichtig hier sein, weil das klopft jetzt aber sehr gerne, wenn es so eine Masse ist. In diese Gläschen ist 120 ml. Ich werde die komplette 120 ml reingeben, weil mit dem Rest kann ich sowieso nicht anfangen. So, jetzt kochen wir es mal alles richtig sprudeln. Gut, ungefähr so 2, allerhöchstens 3 Minuten. Nicht zu lange mit Pektin kochen. Wenn jetzt aufkocht, ab da dann stellen wir die Zeit. Wenn notwendig ist, den Schaum abmachen. So, jetzt fängt zu kochen. Stelle ich die Uhr auf 2 Minuten. Müssen wir ständig umrühren. So, 2 Minuten sind rum. Jetzt werden wir noch probieren Gelee-Test. Schaut ihr, das sieht gut aus. Es geht ziemlich langsam. So, jetzt werden wir unsere Marmelade in heiße Gläser abfüllen. Meine Kelle habe ich auch in den Backofen reingelegt. Die Gläschen sind auch sehr heiß. Nehmen wir die Rechter. Und die Deckel sind auch sehr heiß. Jetzt alles schnell umfüllen. Der heiß. Meine Kelle ist sehr heiß. Gleich Deckel zu. Machen wir richtig schön fest. Und stellen auf eine Unterlage. Umdrehen müssen wir die nicht, weil die haben auch alles heiß gemacht und die Deckel ist auch sehr, sehr heiß. Die Deckel übrigens lege ich auch in den Backofen, daneben neben dem Glas und stelle meinen Backofen auf 120 Grad und 10 Minuten mache ich die an. Danach mache ich den Backofen aus und lasse die Gläser im heißen Backofen drin stehen, bis ich die jetzt gebraucht werde. So, erstmal fülle ich meine Marmelade komplett auf. So, meine Lieben, jetzt sind wir heute wieder mal fertig. Ich habe noch einen kleinen Rest im Kühlschrank gestellt, dass es etwas schneller abkühlt, dass man mal schaut, wie es ist, Konsistenz ist. Es ist noch leider ein bisschen lauwarm, aber schaut ihr, es schon nicht fließt, sondern ploppt. Dann heißt es, dass von dem Brot läuft es schon nicht mehr weg. So, liebe Freunde, wenn euch mein Video gefallen ist, dann würde ich mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt,
dann hilft ihr mir wirklich unheimlich viel. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!